Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Hearthstone. So, es gibt ein neues Kartenchaos und da stürzen wir uns auch gleich hinein. So, was haben wir denn hier? Die Gnome aus Tüftlerstadt testen Optimotron, ihren Kartenbot-Prototyp. Im ersten Zug zieht ihr eine Karte, die 1 kostet. Wenn ihr eine im Deck habt. Im zweiten Zug zieht ihr eine, die 2 kostet und so weiter. Und wieder ein Kartenpack, das man kriegt, wenn man es schafft. Wir müssen ein Deck erstellen. Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich probiere den Schamanen. So. Was nehmen wir denn mit? Ich nehme mal so einen Erdschock mit. Das ist immer ganz praktisch. Vielleicht nehme ich auch so ein Ding mit hier. Eine Waffe nehmen wir mit. Überladung. Naja, Geist der Ahnen. Können wir auch einnehmen. Das ist auch ganz praktisch, vor allen Dingen mit, in Kombination mit dem hier. Flammenzunge nehmen wir mit. Zieh deine Karte. Was das? Okay. Wir könnten ja. Komm, wir machen was Mechisches. So eine nehmen wir mit. Den nehmen wir sicher auch mit. Einmal natürlich ein Gold. Oh, haben wir zweimal Gold? Wir haben zweimal einen goldigen. Dann nehmen wir den auch in Gold mit, ne? Ist klar. So, was haben wir hier? Den nehmen wir auch mit. Vielleicht einmal den. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns noch ein paar tolle Mech. So, Mech. Wir nehmen mal so einen mit. So nehme ich 2 mit. Was nehmen wir noch mit? Vielleicht so einen, so einen, so einen. So einen, so einen sowieso. Ein Jedi. Ein Healer. Und vielleicht noch was Dickes. Vielleicht noch den Boom. Den Doktor Boom. So. Keine Ahnung, ob sich das Deck irgendwie lohnen wird, ob wir damit durchkommen. Wir probieren es einfach mal. Ich bin da nicht der Profi drin, in so Decks zusammenstellen. Absolut nicht. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, wer um diese Zeit schon hier drin rumgammeln wird. Es ist gerade 7 Uhr in meinen Ferien. Wir werden sehen. Thrall gegen Jaina. Wir spielen gegen Zorn. So. Ich denke, so nehme ich die Hand mal. Schade, dass wir keinen Einer-Drop haben. Aber ich denke, der Erdschock könnte nützlich sein gegen Magier. Deswegen wollte ich ihn nicht wegklicken. Ja, toll. Ja, macht nicht Sinn, jetzt hier anzugreifen. Was tust du? Ja, seid gegrüßt. Grüße. Portale aktiviert. Ich weiß nicht genau, wie jetzt das funktioniert hier mit dem Kartenchaos. Ich glaube, im dritten Zug würden wir eine Karte kriegen, die 3 kostet, wenn wir einen Dreier haben. Und der geht mir jetzt schon auf die Eier. Wisst ihr was? Hier. Er wird ja wohl nicht den zweiten auch noch auf der Hand haben.
Ein Geheimnis? Was wird es sein? Gibt es was zu tüfteln? Okay, es ist Spiegelgestalt. Ja, das ist jetzt blöd. Aber wir könnten natürlich den weghauen. So ein bisschen die Kontrolle behalten. Aber bis jetzt habe ich noch nichts vom Kartenchaos gemerkt. Komisch. Naja, mal gucken. Ist das sein Ernst? Ist das echt sein Ernst? Okay, was machen wir? Vielleicht sowas? Wir kriegen gar keine Karten irgendwie. Komisch. Oder muss das auf dem Feld sein, damit wir die Karte... Tja, der Typ, ne? Typisch Magier. Hat er sich hier einen Fließmagier gemacht? Nur dafür? Und ein Geheimnis. Wahrscheinlich schon wieder Spiegelgestalt. Da könnten wir sowas probieren. Ich meine, selbst wenn er ihn kriegt, kriegt er den Effekt nicht, ne? Okay, es ist wahrscheinlich Eisblock. Könnte ich mir vorstellen. Ja, was tust du jetzt? Was soll ich nur tun? Eine Rauferei? Ich bin ernsthaft? Boah, der Typ, ne? Nervt schon ein bisschen. Ein bisschen. Aber... Aber wir könnten da sowas machen. Oh, es könnte natürlich auch sein, dass er eine Kopie holt. Ich glaube, ich mache das so. So, ich ignoriere den, damit er ihn nicht kriegt, wenn ich ihn töte. Na toll. Ja, sowas ist ärgerlich. Aber komm erstmal mit dem hier klar. Wirklich ein Grease-Mage. Tatsächlich. Was eher mühsam ist. Was eher mühsam ist. So, wir holen uns hier mal was raus. Setzen den hin. Nahil macht hier noch keinen Sinn, aber vielleicht sowas hier. Was kommt jetzt? Sicher wieder irgendwas Freezing,
Freezing, Baby Freezing. Eine Eule, okay. Und dass er die jetzt hier drauf macht, verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Aber okay. Was kommt noch? Der muss weg. Okay. Okay. Ja, er spielt nicht dumm. Er spielt nicht dumm. Aber das hier wird ihn ärgern. Ich mach das jetzt trotzdem so. Ja, ich wusste es, dass es irgendwie sowas ist. Ärgert mich jetzt aber nicht unbedingt. Weil ich finde, wir haben hier was Gutes auf dem Feld. Die Frage ist, was hat er auf der Hand? Er wird sicher den Heal-Dingens weghauen. Okay, er hielt sich auch noch. Den haben wir aber auch. Oh, toll. Ah, und er geht nur auf Boom. Das geht's doch nicht. Das war jetzt sehr großes Lack, ne? Ja, das ist blöd. Das ist blöd. Sieht nicht sehr gut aus im Moment. Lass die Schmerzen sprechen. Oh, der kann noch Karten ziehen. Das Licht scheint auf jeden. Ja, ich glaube, das war's jetzt schon. Es sei denn, wir kriegen irgendwie was Besonderes, was wir aber nicht mehr haben. Habt ihr Fisch dabei? Na toll. Ja komm, wir spielen einfach alles aus. Da gibt's wohl keine andere Lösung. Aber ich glaube, das war's. Wenn er jetzt zum Beispiel nochmal das Dingens hat. Wie heißt es? Fällt mir gerade nicht ein. Er zieht nochmal Karten. Boah. Unglaublich. Ups. Warum ups? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, komm. Das hat keinen Sinn hier. Das hat keinen Sinn. Da haben wir null Chance mehr irgendwie reinzukommen. Aber wir versuchen es mit demselben Deck nochmal. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Sieg oder Tod. Für einen Sieg im Kampf bedarf es gründlicher Planung. Damit kann ich euch helfen. Nur Stärke und Macht sichern die Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Gut gespielt. Hearthstone, Heroes of Warcraft.